Ja, vor mir steht die Ärztin Dr. Carola Javid-Kistel. Javid-Kistel, so wird's ausgesprochen. Hier ist gerade noch die Gerichtsverhandlung von Thomas Brauner, aber das ist gerade nicht unser Thema. Carola, wie geht's bei dir jetzt weiter? Wie ist der Stand und wie geht's weiter? Also der Stand der Dinge ist so, dass ja heute am 15.12. im Prinzip das Schreiben bei der Approbationsbehörde sein muss. Ich muss ja reagieren. Die haben mir ja angekündigt, mir die Approbation erstmal stillzulegen und dann ganz zu entziehen, weil ich ja so eine furchtbar kriminelle Ärztin bin, die hier nicht die gängige schulmedizinische Lehrmeinung vertritt in Deutschland und die eben Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hat und Impfunfähigkeitsbescheinigungen und auch sich auf Demonstrationen geäußert hat und in Interviews und vor den Covid-19-Impfungen gewarnt hat und so weiter. Und deshalb bin ich nicht mehr fähig und würdig, in Deutschland als Ärztin zu arbeiten. Und bis heute muss das Schreiben da sein. Ich habe vorhin ein Schreiben bekommen von der Beate Barner, die vertritt mich als Fachanwältin für Medizinrecht. Ich habe ausführlich auch mit ihr vorher gesprochen. Sie kennt auch das Schreiben, was da Sache ist. Und wie gesagt, jetzt schauen wir mal, was da rauskommt, wie die dann reagieren. Es kann sein, dass ich ab Januar vielleicht nicht mehr arbeiten kann erstmal. Ne? Also wenn die Approbation stillgelegt wird, darf ich nicht mehr mich als Ärztin betätigen. Also ich darf dann keine Patienten mehr untersuchen, empfangen. Ich darf keine Atteste schreiben, ich darf keine Krankschreibungen machen, ich darf keine Rezepte ausstellen, ich darf kein Blut abnehmen und so weiter, weil ich dann ja quasi dem Heilberuf der Ärztin nicht mehr angehöre. Ja. Moment, ja? Jetzt gerade behandelst du aber noch Patienten. Ja, natürlich. Ja, ich hätte heute auch behandelt, aber ich musste ja heute hier zu dem Prozess. Ne? Ja, dann habe ich mal eine Frage. Impfunfähigkeitsbescheinigung. Ja. Wer kann eigentlich sowas bekommen? Im Prinzip können das alle Patienten bekommen mit einer schwerwiegenden Vorerkrankung, mit schweren Allergien, mit Autoimmunerkrankungen, mit Krebserkrankungen, mit schweren Gefäßmissbildungen zum Beispiel, mit Herzerkrankungen, Herzfehlern, angeborenen Herzfehlern. Ja, mit allen möglichen Erkrankungen eigentlich. Und dann geht man einfach zu seinem Hausarzt hin? Normalerweise schon, ja. Wenn der Hausarzt es sollen ja alle geimpft werden. Also könnte passieren, dass man zum Amtsarzt muss oder sollte man da selbst dann hingehen? Also was man zum Beispiel machen könnte, dass man sagt, man weiß ja nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel selbst Nahrungsmittelallergien hat oder Heuschnupfen hat oder irgendwelche anderen schweren Allergien hat, weiß man zum Beispiel ja nicht, ob man auf einen der Inhaltsstoffe in den Covid-19-Impfungen allergisch reagieren würde. Man könnte dann zum Beispiel zu seinem Allergologen gehen und könnte sagen, bitte prüf mich doch auf alle Inhaltsstoffe, die in den Covid-19-Impfungen enthalten sind, ob ich die überhaupt vertrage oder ob ich nicht einen anaphylaktischen Schock gleich bekomme oder irgendwelche schweren Atemprobleme oder irgendetwas Schweres. Und das müsste der ja dann erstmal ausschließen. Das ist zum Beispiel eine gute Sache, die man machen könnte, weil ja, also BioNTech, Pfizer, die legen ja zum Beispiel die kompletten Inhaltsstoffe auch gar nicht offen. Ja. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da alles drin ist, außer Polyethylen, Glykol, wo wir auch wissen, dass das allergische Reaktionen hervorrufen kann. Aber bei den anderen Sachen wissen wir zum Teil gar nicht, was drin ist genau. Und deshalb kann der Allergologe das auch eigentlich gar nicht prüfen. Ne? Ja, und wie würde man jetzt zum Amtsarzt kommen? Also zum Amtsarzt würde man kommen, wenn zum Beispiel das Attest vom Hausarzt nicht akzeptiert wird oder im Prinzip der Arbeitgeber das fordert, zum Beispiel bei Beamten, ja, also bei Polizisten, ne? Oder bei Leuten, die vielleicht auch in der Bundeswehr sind oder bei irgendwelchen anderen Leuten. Und wie würde man bei dem Amtsarzt dann auftreten? Also der wäre ja dann auch haftbar sogar, falls er das nicht befürwortet? Theoretisch schon. Theoretisch könnte man den in Haftung nehmen und könnte sagen, also wenn Sie mir das jetzt hier nicht bescheinigen und Sie mir einfach so sagen, ich bin impffähig, würden, ne? Genau, ja. Also der würde ja persönlich nicht in Haftung gehen wollen. Ne? Das heißt, die Bundesregierung haftet nicht, der Amtsarzt haftet nicht, die Herstellerfirmen haften nicht. Also eigentlich muss man sich das ja nicht spritzen lassen. Das sind ja auch noch alle oder so sagen, dass der bitte unterschreibt, dass man das braucht und dass er auch haftet für Schäden. Ja, aber er wird nicht haften, er wird nichts unterschreiben. Die müssen nichts unterschreiben und dann steht man genauso blöd da wie vorher. Man kann sich aber immer noch mit dem Nürnberger Kodex im Prinzip jetzt, solange der noch existiert und nicht von
von 1947 mit den 10 Punkten, wo auch eben draufsteht, dass niemand hier in Deutschland oder auch überhaupt gezwungen werden kann, genötigt werden kann, erpresst werden kann, an Medikamentenstudien teilzunehmen, an medizinischen Studien. Das darf einfach nicht passieren. Und da kann man sich drauf berufen, da kann man notfalls auch seinen Arbeitgeber verklagen natürlich, wenn der einen nötigt oder erpresst. Ja. Das sind halt, man muss ja auch, wenn er sich impfen lässt oder spritzen lässt, muss er ja auch unterschreiben, dass er Teilnehmer dieser Studie ist. Ja. Automatisch. Also er muss immer dafür unterschreiben, dass niemand haftet und dass er Teilnehmer dieser Studie ist und dass er keine Haftungsansprüche stellt. Ja? Ja. Das darf nicht gefordert werden. Die Leute, die sich da jetzt spritzen lassen, weil sie denken, sie müssen das tun, normalerweise sollten jetzt alle Impfschadensopfer, die jetzt normalerweise ist es ja so bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelbehörde, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ein Medikament hat, wo 4, 5 Leute sterben auf einmal in Europa nach diesem Medikament, dann wird ja schon sofort ermittelt und geguckt und dann werden diese Medikamente auch dann vom Markt genommen irgendwann. Das ist ja ein Skandal ohnegleichen. Ne? Ja, du hast eben das Wort Turbokrebs benutzt. Mhm. Meint das vorhandene Krebserkrankungen, die dann explodieren oder neu? Beides. Neue Krebserkrankungen, die auftreten können. Also wir haben ja jeder ungefähr, 30.000 Krebszellen pro Tag oder so, die wir selbst irgendwie unschädlich machen müssen mit einem gesunden Immunsystem. Und der Dr. Walter Weber und einige Ärzte von Ärzte für Aufklärung, die haben diesen Begriff dafür geprägt. Der Dr. Walter Weber ist ja Onkologe von Haus aus oder also hat eine Krebsschwerpunktpraxis und er kennt sich damit gut aus. Und die haben diesen Begriff geprägt. Ne? Und die Pathologen von der Pathologenkonferenz haben das dann auch zum Teil übernommen. Es muss viel mehr verantwortungsbewusste Ärzte geben. Wir sehen ja diese Montagsdemonstration im ganzen Land, ne? Ja, das muss jetzt wachsen, das muss exponentiell wachsen sozusagen, das muss explodieren in allen Städten. Mhm. Ja, Carola, nochmal eine andere Frage, ich weiß nicht, ob du darauf antworten möchtest. Mhm. Was machst du jetzt zum Beispiel am Wochenende? Was mache ich jetzt am Wochenende? Ich bin jetzt unterwegs in die Weihnachtsferien ab morgen zu meiner Tochter und Familie. Ja. Ich will mit denen die Weihnachtsferien verbringen, mit meiner Tochter, mit den 4 Kindern und mit dem Schwiegersohn, ja. Ja, super. Ganz wichtig. Ja. Okay, dann erstmal vielen Dank. Okay, danke dir auch. Die Intensivkapazitäten sind so an vielen Orten jedenfalls ausgereizt oder kurz davor. Und deshalb müssen wir die Pandemiebekämpfung in Novellierung des Pandemiegesetzes. Es wird nicht so wie früher. Das ist eine Attacke auf den Föderalismus.